Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir schauen uns heute eine Kleinigkeit an und tatsächlich auch wieder von Apple. Heute soll es um die Apple AirPods Pro gehen. Ich bin mal gespannt, wie die so im ersten Eindruck aussehen. Wir fangen vielleicht direkt mal kurz mit der Verpackung an. Hier so ein leichter, ja, wie so ein bisschen 3D-Druck vorne drauf. Auf dem Karton von den beiden AirPods. Hier oben der Schriftzug AirPods Pro mit Wireless Charging Case. Hier hinten dann die AirPods in dem Charging Case. Hier steht im Prinzip nur drauf, was dabei ist. Hier Seriencode und Apple-Zeichen. Ja, das war es auch schon von außen. Wir haben jetzt hier so eine entspannte Lasche. Wir brauchen also tatsächlich gar kein Messer, um das Ganze aufzumachen. Wir können jetzt hier einfach an der Lasche ziehen und dann können wir den Karton hier so rundherum aufreißen. Das ist eigentlich ganz cool. Vielleicht kauft sich die ja auch jemand spontan unterwegs und kann die dann direkt auspacken. So, dann wie bei den meisten Apple-Produkten den Karton nach oben abziehen. Das sitzt ziemlich satt. Und was erwartet uns? Designed by Apple in California. Hier sind wahrscheinlich die üblichen ein Sticker wahrscheinlich, eine Kurzanleitung. Ja, sogar gar kein Sticker dabei. Nee. Also nur Kurzanleitung, kein Sticker. Schade. Und dann liegt hier auch schon das Case. Eben auch hier mit so einer kleinen Lasche zum Rausziehen. Ist also auch in Folie umwickelt. Da dürften die AirPods auch schon drin sein. Ich würde sagen, da schauen wir gleich weiter. Hier geht es jetzt noch unten weiter. Und zwar gibt es hier noch so eine kleine Lasche. Da können wir dann diese Kartonage abziehen und hier befinden sich noch, man sieht es vielleicht auf der Seite, zwei und hier nochmal zwei, also wahrscheinlich die ganz großen Aufsätze und die ganz kleinen, um eben die AirPods perfekt passend an eure Ohren einstellen zu können, in Anführungszeichen. Dann liegt hier unten noch eingerollt, wie man es kennt, und mit so einem Karton das Kabel. Wir haben hier einmal einen Lightning-Stecker. Ich mache es mal kurz auf, dann gucken wir es uns mal etwas genauer an. Ja, also wir haben hier USB-C auf Lightning. Diese Charging-Box hat eben da unten den Lightning-Anschluss und mit dem USB-C kommen wir dann auf einen hundsgewöhnliches Steckernetzteil. Ja, Kabellänge knapp unter einem Meter, würde ich behaupten. Ja, dann keine Lasche mehr, deshalb denke ich mal, Karton auch leer soweit. Sonst nichts weiter dabei. Wir haben also bei den AirPods Pro kein Steckernetzteil dabei. Das muss man dann entweder separat kaufen oder man nutzt eben das Steckernetzteil vom Handy. Hat man bestimmt zur Hand. Aber der Form halber ist nicht dabei. So, Zubehör haben wir gesehen. Was wir jetzt noch nicht gesehen haben, sind die AirPods selber. Ich ziehe hier mal diese Folie, die da drumherum ist, ab. Also hier unten hinten an dem Kreuz dann in jede Richtung wegziehen. Und dann haben wir auch schon das weiße Hochglanzcase, wo hier unten eben der Anschluss für den Lightning-Stecker ist. Hinten ist dann so ein, das ist eigentlich sogar aus Metall, das sieht ganz cool aus. Hinten dieses Gelenk. Ich würde sagen, wir klappen es mal auf und schauen mal rein. Ja, also wir haben schon gesehen, beim Aufklappen fängt diese weiße LED hier an zu leuchten. Was die signalisiert, schauen wir gleich mal noch kurz. Ich würde sagen, wir nehmen sie mal raus. Also das Ganze ist magnetisch, die werden also in diese Ladeschale hineingezogen und jetzt haben wir hier den linken mit so einem ganz kurzen Beinchen, außen ein schwarzes, hier innen ein schwarzes und eben der mittelgroße, das mittelgroße O-Polster oder wie auch immer man das nennen mag. Ja, das war jetzt der linke. Dann haben wir noch den rechten, der sieht ähnlich aus, nur eben mit dem R hier unten. Und so sieht dann das Case aus. Wir haben hier unten also zwei kleine Kontakte drin. Und
hier vorne eine LED und das war's. Ja, was vielleicht noch interessant ist, ist das Material von den Polstern. Das ist so, wie man es kennt. Ja, hier steht jetzt zum Beispiel auch M drauf. Kunststoff. Ich würde es nicht behaupten, dass es irgendwas Besonderes ist. So kenne ich es eben auch von anderen Herstellern. Genau, wir schauen mal kurz, was die LED jetzt noch so signalisiert. Das dürfte hier relativ schnell beschrieben sein oder relativ kurz. Genau, hier haben wir es nämlich schon. Also zum Verbinden des Bluetooth von dem iPhone oder iPad oder je nachdem einschalten. Dann die AirPods inklusive der Ladeschale in die Nähe halten und dann sollte auch schon die Verbindung losgehen. Ja, und das Tauschen der Ear-Tips, wie es hier beschrieben wird, ist einfach abziehen und dann das andere drauf. Ja, wir haben hier unten an diesen kleinen Füßchen jeweils zwei Schalter, eher so Touch-Felder. An diesen können wir dann eben entweder Play oder Pause weiterschalten oder eben auch Siri aktivieren. Da gibt es also verschiedene Möglichkeiten. Ja, unter anderem auch aktives Noise Cancelling oder Transparentmodus kann hier umgeschaltet werden, wenn man es hält. Da gibt es also schon sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ja, zu der Signalisierungs-LED hier vorne gibt es jetzt gar nicht so viel. Steht tatsächlich gar nichts in der Anleitung. Verstehe ich eigentlich nicht so richtig, warum. Klicke es jetzt nochmal ein. So, wenn sie laden, nehme ich jetzt mal an, ist das Ganze weiß blinkend. Und wenn man sie rausnimmt zum Beispiel, wird die LED grün. Wird, denke ich, symbolisieren, dass noch Akkuladung in diesem Case vorhanden ist. Ja, was hier hinten jetzt ganz leicht angedeutet ist mit diesem weißen Punkt, da ist so eine kleine Linie erkennbar. Ihr könnt dieses ganze Case im Prinzip jetzt einfach auf eure Wireless-Ladestation legen und dann wird das ganze Case wieder aufgeladen. Ihr braucht also nicht unbedingt diesen Stecker verwenden, wenn ihr schon ein Ladegerät habt zum Wireless-Laden, dann könnt ihr das mit diesem Case ganz normal verwenden. Ja, diese Apple AirPods Pro in der Wireless Charging Variante wurden für ca. 195 Euro erworben und wurden uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt, um es mit euch anzuschauen. An dieser Stelle nochmal ein recht herzliches Dankeschön dafür. Wenn ihr jetzt noch ein bisschen mehr sehen wollt, bleibt auf jeden Fall dran. Jetzt geht es nämlich gleich noch weiter mit dem Produktvideo. Da bekommt ihr das Ganze noch mal ein bisschen detaillierter zu Gesicht. Ansonsten, wenn noch Fragen offen sind, sehr gerne in die Kommentare damit. Wir versuchen das Ganze schnellstmöglich zu beantworten und den Link zum Produkt wie immer in der Infobox. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen von diesen AirPods Pro. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend und hoffe, wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Macht's gut. Tschüss.